Liebe Geschwister, liebe Freunde, alle unsere Abonnenten, ich freue mich heute hier an dieser Stelle, Sie alle im Namen unseres Heilandes Jesus Christus begrüßen zu dürfen. Vor ein paar Tagen, am 25. und 26. Juni, haben wir hier in unserem Gebäude der Freie Evangeliums Christengemeinde eine Einweihung gefeiert. Vor ein paar Jahren habe ich hier an dieser Stelle unserem Bruder Waldemar versprochen, wenn wir mit dem Bau der Gemeinde dieses Hauses fertig sind, werden wir eine Videopräsentation machen für alle unsere Geschwister, die keine Möglichkeit haben, hier uns vor Ort besuchen und das Gebäude von innen zu sehen. Alle, die daran Interesse hatten, zu wissen, welchen Grundstück wir haben und wie groß ist das Gebäude insgesamt, möchte ich heute die Zahlen nennen. Also, das Grundstück beträgt 1 Hektar und 10 Ar. Auf dieser Hälfte des Grundstücks steht das Gebäude. Und auf anderer Seite dieses Grundstücks ist geplant ein Spielplatz und ein Gemeinschaftsort für unsere Jugend und Geschwister. Die Gesamtfläche dieses Gebäudes beträgt 3230 Quadratmeter. Ich wurde öfters gefragt, was das Gebäude für uns gekostet hat. Es hat uns gekostet 3 Millionen Euro. 1.580.000 haben wir bei der christlichen Bank finanziert. Und das war für uns ein großes Wunder. Und jetzt möchte ich Sie herzlich einladen, mit mir durch das Gebäude einen Rundgang durchzuführen. Herzlich willkommen! Also, wir befinden uns im Foyer. Da sieht man, mit welcher großen Liebe und Freude das alles gemacht worden ist. Man hat mich schon öfters gefragt, wofür ist diese Aussparung? Wieso haben wir es gemacht? Erstens ist es ein Design. Zweitens wollten wir, dass es zwischen dem Erdgeschoss und erster Stock eine Verbindung hergestellt wird. Links und rechts von mir sind die Garderobe. Hier sehen Sie den Haupteingang in den Gemeindesaal. Wir kommen in Hauptgottesdienstraum. Rechts von mir und links befinden sich Kinderzimmer für Mutter und Kind. Die sind beschallt, haben WC und Wickeltisch und ein kleiner Raum für Säuglinge, wo die Mütter ihre Kinder stillen können.
Liebe Freunde, aber diese Stelle ist für euch am meisten bekannt. Von hier aus wird das Wort Gottes verkündigt, das Evangelium gepredigt. Hier werden christliche Lieder gesungen. Und das alles soll zur Erbauung der Gemeinde dienen. In diesem Gemeindesaal, wenn er ganz bestuhlt wird, mit Balkon und Kinderzimmer zusammen, haben 1200 Menschen Platz. Liebe Freunde, liebe Geschwister, hier möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei euch bedanken für das schöne Musikinstrument. Gott segne euch. Momentan befinden wir uns in so einer Phase, wo wir ein Orchester zusammenstellen möchten. Wenn Sie entsprechende Fähigkeit haben und auf solchen Instrumenten spielen können, dann sind Sie herzlich willkommen. Bitte nutzt die Möglichkeit und vergrabt eure Talente nicht. Wir möchten, dass die Musik und Lieder zur Ehre Gottes gesungen werden und von dieser Stelle in der ganzen Welt verbreitet werden. Gott segne euch. Jetzt kommen wir in das Untergeschoss. Solange seit unserer Gemeinde existiert, es wurde schon zu einer guten Tradition. Nach jedem Sonntag-Gottesdienst haben wir die Möglichkeit, hier unten eine Gemeinschaft miteinander an diesen Tischen haben. Das ist für uns eine gute Tradition geworden. Und wir freuen uns für diese Möglichkeit, die Gott uns heute noch gibt. Preis dem Herrn. Jetzt gehen wir in den Hauptspeisesaal. So, das ist unser Hauptspeisesaal. Rechts von mir und links befinden sich Kinderzimmer. Jedes Kinderzimmer hat ca. 50 Plätze. Heute haben wir Glück. Wie Sie sehen, laufen hier Hochzeitsvorbereitungen. In 2 Tagen findet hier eine Hochzeit statt. Alle Räumlichkeiten auf dieser Ebene, Sonntagsküche, Kinderzimmer und der Hauptspeisesaal, bieten ca. 700 Plätze. Das ist unsere Bühne. Während Gemeindefeste und Hochzeiten läuft hier das Programm. Und das ist alles zur Erbauung unserer Gäste hier im Speisesaal. Wir kommen in den ersten Stock dieses Gebäudes. Rechts von mir ist wieder eine Garderobe. Man hat mich schon öfters gefragt, wozu haben wir im ersten Stock so ein großes Foyer? Da das Foyer in diesem Stock eine Verbindung zu unserer Empore hat, wollten wir, dass die Leute nach dem Gottesdienst nicht gleich
nach unten strömen müssten, sonst die Möglichkeit haben, hier im ersten Stock noch eine Gemeinschaft haben können. Das ist unsere Empore oder Balkon, wie wir es nennen. Hier können über 300 Personen Platz einnehmen. Das ist der Blick von der Empore. Insgesamt auf dieser Ebene haben wir 5 Räume. Und in einen von den Räumen möchten wir reinschauen. Das ist der Yunsha-Raum. Und so sehen ungefähr auch andere Räume aus. Wir werden jetzt nicht jeden Raum aufmachen, wir gehen weiter. In den dritten Stock haben wir eine Wohnung für unseren Hausmeister. Hier hinter mir haben wir Büro und da sind noch ein paar Zimmer für die Nutzung der Gemeinde. Jetzt befinden wir uns hier im vierten Stock. Mit Erdgeschoss und Untergeschoss haben wir hier insgesamt 6 Etagen. Dieser Raum ist für Jugend geplant und natürlich auch für kleine Veranstaltungen. Wenn wir hier Tische aufstellen, dann können hier bis zu 200 Menschen Platz nehmen. Für die Zukunft ist dieser Raum auch für ein Videostudio geplant. Und wie wir alle wissen, ist dieser Dienst mit hohen Kosten verbunden. Jetzt möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, mich an allen unseren Geschwister und Zuschauer wenden. Wenn Sie auch diesen Dienst für wichtig halten, können Sie uns unterstützen. Gott segne Sie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.